Wir schauen uns jetzt erstmal das neueste Macy Mays Video an. Es ist immer so aufregend. Ich liebe Macy Mays Videos. Geil, geht direkt mit mir los. Danke, Macy Mays. Wir haben ziemlich viel rumgejoked über unseren Freund Olaf Scholz, aber der ist ja momentan auf einem ziemlichen Erfolgskurs, ne? Das stimmt. Vielleicht müssen wir zukünftig all unseren Content löschen, weil es als Kanzlerbeleidigung gibt. Das stimmt nicht. Hast du nicht schon gesubbt? Oh nein, ich habe ja gesagt, ich wollte ein Paid-Sub machen für Macy Mays. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Maki Maki, join. Oh Gott, seht ihr jetzt meine Zahlungsinformationen? Wir brechen das Ganze ab. Weiter geht's. Ist das deine neue Intro? Das hatte ich schon letztes Mal gehabt, oder? Mein Layout, wie nennt man das? Mein. Yo, wie findet ihr mein Layout? Ist schon so ein bisschen. Das war mein Outfit, erstens. Und zweitens, ja, ich habe mich versprochen. Aber macht der Herr Sparkoyote sich da gerade über mich lustig? Fresh, oder? Das Layout. Die Apple Watch, man kennt's. Ist schon. Das gibt Ärger. Das gibt richtig Ärger. Ein geiles Layout, oder? Was meint ihr? Was hast du studiert, Thomas? Was? Hä? Das ist mein Chat. Nee, ich lese den falschen Chat. Ach, oh mein Gott. Instant Karma. Ich sag's euch. Instant Karma dafür, dass er sich über meine Layout-Outfit-Verwechslung lustig gemacht hat. Ich bin so dumm. Das ist der Chat vom anderen Thomas. Oh mein Gott, what the heck. So ein ganz guter Weg, weil sonst... Wenn man jetzt ETFs hat und irgendein... Arnos Premiere bei Macy Mays, oder? Arbeit in der Kantine. Ja, ETFs ist doch was für Losers. Dogecoin. Fette Renditen mit Krypto. Dogecoin. Ich meine, du kannst mir auch einfach zuschauen, wie rich ich werde oder so. Dogecoin. Und wenn man einfach das auch für sich selber nicht damit beschäftigt hat, dann hat man vielleicht doch so, vielleicht sollte ich auch Dogecoin ein bisschen tätig werden. Deshalb ist eigentlich ganz gut, so einen groben Dogecoin. Auch für Sachen, die man... wo man instinktiv denkt, okay, das ist sowieso nicht für mich. Aber einfach mal so Neugierde haben für alles und dann so ein bisschen schauen, womit man sich wohlfühlt und dann damit halt fahren. Dogecoin. Dogecoin. Sauguter Schnitt. Sehr, sehr, sehr guter Schnitt. Roman hat mich jetzt erst in Berlin besucht oder uns. Wir waren mit Arno und ihm und Debbie essen. Und hatte mir gesagt, dass er sich alle Macy Mays Videos nochmal in Bulk angeschaut hat. Das mache ich auch regelmäßig. So die alten Macy Mays Videos schaue ich immer mal gerne rein. Und der eine Cut im letzten Video war echt super gut gewesen, wo ich gesagt habe, ja, Dogecoin. Und er so, Brudi, mach nicht den hier oder sowas. Geil. Okay, was haben die zwei Spezialisten für uns? Meine Erfahrung war wirklich mir niemals anzumaßen, wie da jemand rumläuft. Und dann kommt, ich lief aber auch so fast schon asozial selber rum. Ich habe das Hemd nicht eine Woche lang gewechselt. Ich bin zu Meetings in Shorts gegangen. War beim Ach so, ja, Jahr echt? Ja, ja, klar. Okay. Mr. Shorts. Jawohl. Short. Fazit. ETFs verleiten dazu. Das ist so das Ding von der deutschen Vermögensberatung, wo die sich so voll irrational über, wie heißt das nochmal, über ETFs herziehen. Spekulativ anzulegen. Ihnen fehlt ein aktives Management, das künftige Marktbewegungen berücksichtigt. Künftige Marktbewegungen berücksichtigt. Wie geht das? Tja. Keine Experten, die mit gezielten Anlageentscheidungen eventuelle Risiken minimieren Gott, oder Renditechancen. Habt ihr das gesehen? Das war in unserem Meme-Channel. Bei ETFs fallen Gebühren an, entweder für die Verwaltung, sowie den Kauf und Verkauf von Wertpapieren. What, Leute? Das Problem ist, ETF sind du. Kennen Sie auch diese Grillbriketts hier? Nun, genau das sind Ihre ETFs, die in einer echten Krise wie Brandbeschleuniger wirken können. Wie geil. Ich weiß nicht, ob das Macy Mays ist hier mit dieser Werbung und Anzeige. Das ist ja übelst gut die YouTube-Werbung nachgestellt. Oder war das Kolja? Thomas, wir haben ein bisschen was vorbereitet, um auch dich... Geil, Livestream mit dem Handelsblatt. ...noch vorzustellen. Ich sag mal, Film ab. Sehr gut. Aber man kann ja einfach mal 200 Euro auf einen Shitcoin setzen. Nein. Wenn ich von Dogecoin halte. For 2069. Oh mein Gott. For 20. Es ist so gut gemacht hier mit For 20, links Andreas und rechts. So sieht's aus. Thomas, vielen lieben Dank für deine Zeit hier im Stream. Thomas, bist du bald der TikTok-Star? Wir sind auf TikTok gestartet, ja, tatsächlich. Ich aber nicht so viel. Ich habe ein ultimatives Suchtpotenzial. Muss mal gucken, wie viel wir haben, wie viel TikTok verloren. Begrenzt auf eine Minute pro Tag. Das stimmt, ist auch heute noch so.
Das, ja. Ich, wie ich mir Finanzvideos, wie ich mir ein Finanzvideo nach dem anderen reinziehe, steht hier oben, wo meine Cam ist. 10, 12 Stunden, aber wenn es dann wirklich schlimm war, auch mal 72 Stunden. Koch goes holo. Das ist so geil. Los geht's und ich verspreche euch, ihr werdet ganz schön staunen. Buy the dip, guys. No geil. Alternative. Jetzt mal los. Manchmal, wenn ich Videos geil. Angucke von Macy Mays, habe ich das Gefühl, ich bin bescheuert. Das ich kann stimmt. Nicht ich weiß jetzt, worauf es hinausläuft, ey. Das ist so der Thumbnail. Krank. Ich kann nicht lesen. Du kannst nicht lesen. Ich hab das die ganze Zeit. Das ist auch so klar. Schreib kennt ihr diese Werbung? Lern lesen und schreiben. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht lesen. Spare ab Oktober 800 Euro pro Monat und hoffe. Schreib dich nicht ab. 34% laut Excel-Tabelle. Ey, du bist 30. ja ein cool. Mona macht das doch immer so trocken. So. Schreib dich nicht ab. Dass wir mit Bitcoin bezahlen. 300. So. 394.000. Wie viel Euro sind das? 394.000. Umsteigen von. Unser Satoshi-Rechner. Bitcoin auf Satoshi. Satoshi ist ein 100-Millionstel. 394.000. Sind 160 Euro. 349. Ja. Oh, yeah. Stimmt, da hat er mich korrigiert, okay, Chat. Sorry. Dankeschön dafür. 349 sind 160. Damn, das habe ich gar nicht gesehen. Shit, das habe ich gar nicht gesehen. Schreib dich nicht ab. Geil, oh nein, oh wie peinlich. Ich gebe zweimal dasselbe ein. Okay, ups. Ihr habt doch nichts gesagt, Chat. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommt der beste Part. Genial, ey, genial. Echt eine sehr, 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 sehr gute Folge. Jetzt bin ich Macy Mays Mitglied. Von 2069. Hammer, den brauche ich in jedem Chat. Zack. Zack. Yes. Auf jeden Fall mal einen Sub da lassen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.